Frieden ist in der Zwischenzeit schon allen klar geworden. Das haben wir auch durchaus durch unseren Vorredner schon gehört. Ich möchte heute mich ein wenig etwas anderem widmen. Und zwar, warum es immer wieder zu Krieg und Manipulation und Propaganda kommt. Und da muss ich zuerst einmal für alle, die mir zuhören wollen, die mich auch verstehen und verstehen wollen, ein wenig zitieren. Ich habe hier so eine wunderbare Abhandlung gefunden, die zur Manipulation bzw. Propaganda Stellung nimmt. Also, es handelt sich dabei um eine Abhandlung von einer gewissen Frau Magister Katharina Reich. Und ich möchte gleich dazu sagen, das ist nicht jene Katharina Reich, die zwar einen Doktortitel hat, aber genau diese Sachen also beachten sollte. Ich meine damit die Frau Dr. Reich von der Gecko. Ihr wisst alle noch ein wenig Bescheid. Also, diese liebe Frau Magister Katharina Reich hat gemeint, Manipulation durch Propaganda im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Und ich werde da nur einige Absätze herausnehmen, weil es sonst zu lange wird. Unter anderem wird hier beschrieben, 1985 besagte Knaus Wörterbuch, Manipulation ist entweder ein Gerät oder etc. geschickt handhaben oder etwas jemanden in die gewünschte Richtung lenken, beeinflussen, steuern. Kurz, Manipulation bedeutet, den eigentlichen Sinn in etwas anderes umzudeuten, oftmals basierend auf Meinung, nicht auf Fakten. Manipulation kennen wir auch aus der Werbung mit dem Ziel, uns eine Ware oder eine Dienstleistung zu verkaufen. Dabei wird die Macht der Emotionen genutzt. Und wenn wir das jetzt also kurz also passieren lassen, Revue passieren lassen in den letzten 3 Jahren, dann denkt man nach, wie viel wir also dieser Propaganda zum Opfer gefallen sind. Dem Herrn Bounsby wird auch der Spruch nachgesagt, das erste Opfer im Krieg ist die Wahrheit. Also auch hier sehen wir, und wenn wir uns das Ganze betrachten mit der Situation in der Ukraine, dass hier also sehr viel mit Propaganda gearbeitet wird. Und diese Propaganda dient zu nichts anderem als zur Manipulation aller jener, die sich dieser Manipulation auch hingeben. Weiter schreibt also Frau Magister Rauch, heute relevant für die Arbeit mit Propaganda ist das Wissen, welche Sinne in den Medien vorgegangen sind, Entschuldigung. Heute relevant für die Arbeit mit Propaganda ist das Wissen, welche Sinne in Medien vorrangig sind. Es ist das Sehen und das Hören. Beim Menschen sind 83% der Eindrücke visuell, also das Sehen, und nur 11% sind auditativ, das heißt das Hören und das Fühlen. Bilder mehr Macht haben als Worte. Daher arbeitet das Fernsehen mit weniger Grafiken und hauptsächlich Bildern, was zwar zum Infotainment beiträgt und den Zusehern band, jedoch wenig zur Information beiträgt. Auch das wissen die aufgeweckten Hörer und Seher. Und dann geht es weiter. Sowohl auf Zelensky, ihr wisst ja, bei mir heißt er Elensky. Ja, natürlich, er hat ja genügend Elend in die Ukraine gebracht. Sowohl auf Zelensky als auch auf Putin treffen diese Werte zu, das heißt,
Beide arbeiten mit Propaganda. Innerhalb weniger Stunden, ja Minuten, dominierten nach dem Angriff russischer Truppen, dazu will ich nachher noch etwas sagen, ukrainische Aufnahmen die internationale Berichterstattung in den sozialen Medien, und jeder noch so kleine Erfolg wurde umgehend zu Propagandazwecken eingesetzt. Auch das wissen wir, wenn wir uns die Dinge anschauen. Weiter geht's. Da der ukrainische Präsident das Spiel mit den Medien und den Rollenwechsel als Schauspieler und Moderator beherrscht, war er geübt darin, die Kommunikation in ihrer Darstellung der Ukraine nach außen hin auf seine Seite zu lenken. Nun, auch das wissen wir, in der Zwischenzeit gibt es ja genügend, Unterlagen und Protokolle, was hier alles läuft, für all jene, die sich auch informieren wollen. Weiter geht's, und damit bin ich dann fast am Ende. Obwohl in der europäischen Berichterstattung keine Zensur besteht, dreimal darf man lachen, zeigt ein klarer Mainstream tendenziell in Richtung einer antirussischen Berichterstattung. Eine neutrale Berichterstattung muss daher wieder zu Zahlen, Daten, Fakten auf der einen Seite zurückfinden und braucht auf der anderen Seite dringend eine Gesprächs- bzw. Disputkultur, die die Menschen wieder weg von Meinungen hin zu Haltungen bringt. Soweit Frau Magister Reich. Ich glaube, das ist ein sehr aussagekräftiger Beitrag, und mich wundert, dass dieser Beitrag nicht zu der anderen Frau Dr. Reich gewechselt ist. Vorerst einmal danke für die Aufmerksamkeit, und ich darf es jetzt so unseren Matthias bitten, seine Harfe in Bewegung zu setzen, oder sich seine Finger in Bewegung zu setzen, damit die Harfe klingt. Bitte schön. Matthias singt. Thank you.